Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, aber auch liebe Familie, ich begrüße Sie auf das Herzlichste in dem 2007 so schön sanierten Pauli-Kloster. Ich heiße Sie willkommen zu einer RFT-Zeitreise über 65 Jahre des Bestehens des RFT-Zeichens, welches sich in Deutschland Ost zu einer bedeutenden Marke entwickelt hatte. Als ich am 1. September 1961 mit Stolz bei der RFT die Lehre als Rundfunk- und Fernsehmechaniker begonnen habe, konnte ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, dass ich nach 52 Jahren hier und heute als einziger Vertreter von RFT-Firmen eine Festrede zu dieser so bedeutenden RFT-Marke halten werde. In dem zuvor gezeigten Videoclip waren nur einige wenige für den gigantischen RFT-Warenzeichenverband recht unbedeutende Position meines Wirkens bis zur Wende dargestellt. RFT, dieses Zeichen mit großer Popularität, stand von Beginn an für Radio- und Fernmeldetechnik. Es wurde im Jahr 1946 entwickelt, als in der sowjetisch besetzten Zone Betriebe enteignet wurden und durch die Länderregierungen aufgrund eines Volksentscheides beschlossen, sie in Volkseigentum zu überführen. 1948, also heute, vor 65 Jahren, erfolgte daraufhin die Gründung des RFT-Verbandes. Eine Reihe neuer Betriebe, die unterschiedlichste elektrotechnische Erzeugnisse produzierten, entstanden bis Mitte der 50er Jahre. Darunter befanden sich Werke der Radio- und Fernseh-, Nachrichten-, der Funk- und Fernmeldetechnik, aber auch Betriebe des Geräte- und Anlagenbaus. Viele von ihnen sollten für die Volkswirtschaft der ehemaligen DDR eine große Bedeutung erlangen. Zur Wahrung ihrer Interessen und zur Verhinderung missbräuchlicher Verwendung des Zeichens RFT wurde es 1956 als geschützte Marke eingetragen. 1958 wurden die Vereinigungen volkseigener Betriebe, kurz VVB, als Dachorganisation der volkseigenen Betriebe VEB, also immer für diejenigen, die geografisch woanders herkommen, vielleicht diese Begriffe noch nicht so kennen. Sie waren weder ökonomisch noch juristisch selbstständig. Die VVB RFT Rundfunk und Fernsehen, die VVB RFT Nachrichten und Messtechnik sowie die VVB RFT Bauelemente und Vakuumtechnik trugen alle das RFT-Zeichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, um Ihnen die Dimension dieser RFT-Unternehmen einmal zu verdeutlichen, müssen Sie sich vorstellen, dass alle in der DDR gefertigten elektrischen und elektronischen Bauelemente wie Röhren, Transistoren, Dioden, Schaltkreise, Widerstände, Kondensatoren, Lautsprecher, Mikrofone und so weiter, die riesige Palette messtechnischer Geräte, Sendeanlagen, Schiffselektronik, Telekommunikationsanlagen, industrielles Fernsehen, Studiotechnik und die in die Millionen gehende Anzahl verschiedener Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischer Geräte, alle trugen das RFT-Logo. In den hunderten RFT-Betrieben, die in den drei VVBs vereinigt waren, haben bis zur Wende 90.000 Menschen gewirkt. Die VVB RFT Rundfunk und Fernsehen wurde, auch wie die anderen zwei VVBs, in Kombinate umgewandelt. Das Kombinat RFT Rundfunk und Fernsehen gehörten die Produktionsbetriebe für Rundfunk, Fernsehen und phonotechnische Geräte an, sowie 10 gleichartige RFT-Radiotelevisionbetriebe, die für die Handels- und Servicetätigkeit der 14 Bezirke der ehemaligen DDR zuständig waren. So hatte der ehemalige VEB-RFT-Radiotelevision Potsdam, also der unsrige hier, als Handels- und Serviceunternehmen 10 Fachfilialen und 10 Werkstätten im Bezirk Potsdam, in denen bis zur Wende 405 Mitarbeiter wirkten. Mit der am 9. November 1989 eingetretenen Wende traten vor allem für die DDR-Bürger gravierende Änderungen in allen Lebenslagen ein. Die Menschen waren durch unendliche Freude, Euphorie, aber auch zunehmend durch Angst erfüllt.
Sie mussten schnellstens ihren Platz in der neuen Regeln und Gesetzlichkeiten folgenden Marktwirtschaft finden. Diejenigen, die wie ich als Geschäftsführer, in dem Falle noch eines Treuhandunternehmens, soziale Verantwortung für 405 Mitarbeiter trugen, mussten so schnell als möglich alles Bestehende auf den Prüfstein stellen. Wer sich in Stillstand übte, wurde sehr schnell vom Markt gefegt. Ideenlose Unternehmensführer und die Philosophie der Treuhandanstalt, die nicht immer auf die Erhaltung und Entwicklung von Arbeitsplätzen ausgerichtet war, hat zu einem leidvollen Zusammenbruch ehemaliger DDR-Betriebe geführt. Es galt also für uns, so schnell wie möglich neue Geschäftsideen zu kreieren, deren Ergebnisse der Markt benötigte, beziehungsweise mit neuen Produkten den Bedarf im Markt zu entwickeln. In diesem sehr schweren Prozess und dem Sachverhalt einer unkalkulierbaren Treuhandanstalt sind neben den neun weiteren Betrieben der RFT Radiotelevision alle RFT-Unternehmen der drei großen RFT-Kombinate im Verlauf der 90er Jahre untergegangen. Mit der frühen Erkenntnis, dass die Geschäftsinhalte der zwischenzeitlich in eine GmbH umgewandelte RFT Radiotelevision mit Handel von Unterhaltungselektronik und der Reparaturleistung an diesen ohne Perspektive sind, wurden schon Anfang 1991 neue Alleinstellungsmerkmale entwickelt. Diese umfassten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Elektro- und Kommunikationstechnik und die Entwicklung von Breitbandkabeltechnologie sowie deren Betreibung. Aus physikalischer und ingenieurwissenschaftlicher Sicht war schon sehr früh die weit überlegene wettbewerbliche Situation bezüglich der Koaxial-, der Hybrid-Fiber-Koaxial- und der reinen Glasfasernetze gegenüber den mittelalterlichen Kupfer-Zweidrahtleitungen der Telefongesellschaften zu erkennen. Bei der grundsätzlich durchzuführenden Privatisierung des Treuhandunternehmens RFT Brandenburg GmbH hatte ich mich schon 1991 bei Vorlage eines schlüssigen Unternehmenskonzeptes um den Erwerb der Geschäftsanteile bemüht. Im Verlauf der durch die Treuhandanstalt forcierten Privatisierung der RFT sind neben mir weitere 15 Interessenten aufgetreten. Alle diese Mitbewerber hatten nur eines im Auge, nämlich ein Asset-Deal bezüglich langfristiger Kabel- und Gestattungsverträge und der Immobilien vorzunehmen und den Rest des Unternehmens einschließlich der wertvollen und hochqualifizierten Mitarbeiter untergehen zu lassen. 1992 veräußerte die Treuhandanstalt das erste Mal die Geschäftsanteile der RFT an die Syveda AG. Da der Kaufpreis durch die Syveda AG nicht gezahlt wurde, erfolgte die erste Rückabwicklung und der zweite Verkauf an die Hausgeräte-Service GmbH HGS aus Berlin. Mit diesem Verkauf entwickelte sich ein Krimi ohnegleichen, der die nationalen Medien, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte auf den Plan riefen. Da die Haushaltsgeräteservicegesellschaft HGS die RFT-Geschäftsanteile über zwei Jahre auch nicht bezahlte, wurde der Kaufvertrag im November 1994 das zweite Mal rückabgewickelt. Nun war der Weg frei. Die zwischenzeitlich stark gescholtene Treuhandanstalt Berlin wollte keinen weiteren fehlschlagenden Experimente betreiben. Die Treuhandanstalt gab meinen über Jahre ausgeübten Druck und meinem schlüssigen Konzept schließlich nach und ermöglichte den Erwerb der Geschäftsanteile. Da wir, das heißt meine liebe Frau und ich, nicht ansatzweise die üblichen 15% Eigenmittel für einen millionenschweren Kredit für die Bezahlung der Geschäftsanteile hatten, half die Deutsche Bank. Der ehemalige Filialdirektor der Deutschen Bank, Dieter Schmitz, und der Chef der Bürgschaftsbank Berlin-Brandenburg, Rainer Langmark, der sie auch angesagt hatte, waren von dem Geschäftskonzept von der RFT begeistert. Die Herren waren überzeugt und stellten innerhalb kürzester Zeit die erforderliche Kreditlinie zur Verfügung. Ein vierjähriger Kampf mit der Treuhandanstalt endete am 21. Dezember 1994.
mit einer hundertprozentigen Übernahme der RFT-Geschäftsanteile. Herr Dieter Schmitz mit seiner Gattin sowie Herr Rainer Langmar wollte kommen, sind Gäste heute bei unseren Veranstaltungen. Herr Schmitz ist extra aus Bergisch Gladbach angereist. Herzlichen Dank. Ich möchte mich bei diesen beiden Herren auch im Namen der über 130 Mitarbeiter, meiner Frau und meinem Sohn Stefan, bedanken. Unser Sohn Stefan ist schon als Vertreter der nächsten Unternehmergeneration in die Verantwortung gegangen. Auf dem zurückliegenden, mehr als steinigen Weg hat seit 1993 in der RFT wirkende kaufmännische Leiter Gerhard Müller durch seine konstruktive, konsequente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit mir einen erheblichen Anteil am Gelingen des Management bei Out. An dieser Stelle ist es mir ein tiefes Bedürfnis, mich für die große Unterstützung bei Herrn Müller nochmal zu bedanken. Vielen Dank. Mit den Lebensweisheiten im Hinterkopf, wie der frühe Vogel fängt den Wurm, oder im Umkehrschluss nach Michail Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, galt es, mit allen Kräften den durch die Treuhandanstalt verursachten Zeitverzug bei der Neuausrichtung des Unternehmens aufzuholen. Mit hochinvestiven und zukunftsorientierten Breitbandkabelanlagen wollten wir dem Markt nicht hinterherlaufen, sondern diesen technologisch bestimmen. Ein Ausdruck der sehr schnellen technologischen Entwicklung der RFT war bereits Mitte 2000 die Triple-Play-Lösung für TV, Internet und Telefonie. Davon konnten sich selbst Vertreter der Kabel Deutschland mit großen Augen überzeugen, als sie wegen Kooperationsabsichten in der RFT weilten. Mit diesem technologischen Vorlauf wurde in den folgenden Jahren mit großer Dynamik die RFT Triple-Play-Diensteversorgung mit Rundfunk und Fernsehen, schnell im Internet und ich rede von 120 Megabit pro Sekunde und mehr je Anschluss sowie Telefonie in 19 Städten und Gemeinden der Lindner, Brandenburg und Berlin vorangetrieben werden. Dabei wurde das erste vollständige Glasfasernetz in den neuen Bundesländern in der Stadt Premnitz im Jahr 2009 in Betrieb genommen. Nach dem erfolgreichen Management-Buyout hat sich bis heute aus der ursprünglichen RFT eine Unternehmensgruppe entwickelt. Mit den Gründungen des Stadtfernsehens SKB im Jahr 1996, der Brandenburgischen Netz- und Mediaservice GmbH BNMG im Jahr 2000, der RFT Elkom im Jahr 2001 sowie dem Erwerb des Fernmeldebau Forst und der Breitbandkabelgesellschaft Neuruppin, BKG, der später verschmolzenen RFT Kabel Nord, wurde die RFT Radiotelevision diversifiziert. Auch der Sitz und die Führung des RFT Warenzeichenverbandes erfuhr eine Veränderung. Seit Mai 2006 ist der Sitz des Verbandes von Leipzig nach Brandenburg an der Havel verlegt worden. Mit diesem Zeitpunkt führt der Geschäftsführer Frank Grüttner diesen Verband, der auch Prokurist in der RFT Kabel ist. Ich danke auch für seine Arbeit. Herzlichen Dank. Mit dem Jahr 1994 wurde in der RFT-Unternehmensgruppe wieder Facharbeiter ausgebildet. Die Ausbildungsquote beläuft sich dabei durchschnittlich auf 10%. Aufgrund der immer besser werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Stadt und dem Land Brandenburg können wir gute Geschäftsverläufe verzeichnen. Unsere Zielstrebigkeit, Kreativität, Mitarbeiterentwicklung haben uns auch Ehrungen eingebracht, worauf wir sehr stolz sind. So hat zum Beispiel das Stadtfernsehen im Verbund mit dem Brandenburgischen Fernsehnetz BFN ein Gemeinschaftsformat des Lokal-TV-Senders entwickelt, das 2010 mit dem Fernsehpreis Regiostar geehrt wurde. An dieser Stelle möchte ich auf eine sehr aktuelle Errungenschaft der Lokalfernsehbranche hinweisen. Seit dem 13. Dezember 2013 sind die Lokal-TV-Sender Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern neben den Verbreitungswegen Kabel und Internet auch national über Satellit zu empfangen.
Weiterhin wurde die RFT Kabel am 3. September 2011 als einer der innovativsten Kabelnetzbetreiber Deutschlands, die ihre Endkunden über Glasfasernetze zukunftsorientiert versorgt, mit dem großen Preis des Mittelstandes, auch als Unternehmens-Oscar bezeichnet, ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, diese Erfolgsstory ist ganz klar ein Gemeinschaftswerk von heute über 130 Mitarbeitern. Für diese Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Vielen Dank auch an die Herren Mike Heile und Michael Wollenhaupt, die mit ihrem Wirken in der RFT seit 1993 bzw. 1998 erheblich zur technologischen Entwicklung und deren Umsetzung in der RFT beigetragen haben. Die 65-jährige Historie zum RFT-Zeichen und der Entwicklung zu einer bedeutenden Marke ist in dieser 200-seitigen Chronik zusammengefasst worden. Damit ist die Geschichte der RFT umfangreicher dargestellt und sicher verständlicher als meinen stark komprimierten Ausführungen. Dieses Werk, welches über einen Zeitraum von 5 Jahren mit großem Fleiß erarbeitet wurde, hat die seit 1973 der RFT angehörenden Mitarbeiterin Anita Flath maßgeblich gestaltet. Dafür möchte ich Anita Flath auch im Namen der aller Mitarbeiter und Gäste, die an heutigen Tage diese Chronik ausgehändigt bekommen, jeder am Ausgang her, von ganzem Herzen danken. Vielen Dank. Besonders bedeutend war die herausragende, alle Lebenslagen umfassende Unterstützung meiner Frau. In der mehr als schweren Zeit im Kampf mit der Treuhandanstalt und der Realisierung des Management Buyout. Meine Liebe. Meine liebe Dietlin, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Danken möchte ich auch meinem Sohn, der schon seit seinem 10. Lebensjahr die Nachwendethemen miterlebt hat, die für unsere Familie von besonderer Bedeutung waren. Er ist zwischenzeitlich für seine Rollen exzellent qualifiziert und hat seit 10 Jahren die betrieblichen Prozesse miterlebt und ist darin involviert. Seit Juni 2010 hat Stefan Thiemann nun als Geschäftsführer der Firmen direkte Verantwortung übernommen. Bei der Betrachtung seiner Ideen in der Produkt- und Redundanzentwicklung sowie der Mehrfachnutzung von Glasfaserressourcen bei gleichzeitigem Blick auf die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge bin ich bezüglich der Entwicklung der RFT-Firmengruppe außerordentlich zuversichtlich. Mit diesen Ausführungen möchte ich meine kleine RFT-Zeitreise beenden und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus